Mittelrheinliga gegen Regionalliga West. Im Nachbarschaftsduell empfängt der Siegburger SV den Bonner SC. Die Gäste sind hier natürlich der klare Favorit. Doch der Siegburger SV erwischt den besseren Start in die Partie. Das ist Tarik Dogan und das ist die erste gute Chance des Spiels. Die Anfangsphase gehört klar den Gastgebern. Gute Flanke und die nächste Chance, aber die Präzision fehlt auch bei dem Versuch von Matthias Rode. Weiter geht's mit einem Freistoß von Michael Hermani. Starke Parade. Und dann ist auch mal etwas zu sehen vom Bonner SC. Robin Schmidt verpasst diese Chance allerdings. Michael Vogel muss nicht eingreifen. Wir springen in Halbzeit 2. Dort haben die Bonner die erste gute Chance. Doch auch dieser Abschluss ist zu unplatziert. Und generell passiert recht wenig in diesem Testkick. Doch dann diese Szene. Nach einem Rückpass rutscht Robin Benz aus. Und dann kommt Tarik Dogan zu Fall. Elfmeter oder nicht? Der neue Zugang vom KFC Uerdingen sagt nein und er hat recht. Tarik Dogan hebt hier etwas zu früh ab. Der Schiedsrichter hat es genauso gesehen. Es gibt kein Elfmeter, ebenso wenig wie es weitere Highlights gibt. Der Bonner SC kommt im Test nicht über ein torloses Remis gegen den Siegburger SV hinaus. Am Ende sind wir natürlich ein bisschen traurig, dass wir da jetzt nur 0 gespielt haben, weil so ein Spiel musst du gewinnen. Gerade haben wir uns auch vorgenommen, das Spiel ganz klar zu gewinnen. Und hat man ja am Ende gesehen, muss man noch ein paar Läufe machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.